Wollte die Staatspolizei mit ihm reden? Ich weiß nicht. Er hat im Moment sehr viel Stress. Und zwar nicht nur bei der Arbeit. Er redet zwar nie über sein Privatleben, aber früher hat er sich öfter kurz mit mir unterhalten. Das macht er seit einiger Zeit nicht mehr. Ich hoffe, er ist okay. Sehr komisch. Ich gehe dann mal wieder. Okay, Adam. Passen Sie auf sich auf. Mach ich. Ich gebe mir Mühe. Wir gucken mal in sein Büro. Also ich finde das jetzt ein bisschen seltsam, dass sie hier alle sagen, so, ja, das ist jetzt einfach abgedampft, ne? Einfach so abgehauen. Komisch, oder? Ich denke, wir sollten sonst einfach scannen mal hier so ein bisschen. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was wir nicht finden sollen. Ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Bietet mir aber die Möglichkeit, seinen Computer zu hacken. Ich speichere vorher aber, weil ich glaube nicht, dass sich das unbedingt lohnt. Gucken wir doch mal, was wir hier Schönes haben. So, zeig doch mal her. Sehr ehrlich, ich glaube, es ist Zeit, über Adam zu reden. Ich war vor 6 Monaten meinen Bedenken ausgesprochen, zu lernen, dass ich gemeint, die Anti- Hauptatmosphäre in der Stadt. Johnsons Problem mit Autoritäten und Schwierigkeiten angeführt, die bei der gemeinsamen Führung des einzigartigen. Okay. Ich lasse es aber so, ich werde jetzt nicht irgendwie das wieder rückgängig machen. Denn ich glaube, dass wir das gehackt haben, könnte noch von Vorteil sein. Ja. Glaub ich auch. Wir bräuchten seine Karte, ne? Guck mal, da oben ist auch irgendwie ein Durchgang. Es wirkt aber alles ein bisschen stümperhaft, ne? Muss man sagen, so nach dem Motto, als ob die erst vor kurzem eingezogen sind und keiner kümmert sich darum, das alles hier richtig herzurichten. Dass es vernünftig aussieht. Bisschen komisch. Ist auch nicht. Vielleicht ist das hier einfach so. Na gut. Gehen wir nach oben. Wir werden entsprechend, Oh. Kontrollpunkt aufgehalten? Ich mach's immer noch, um dir die Datei vorzuspielen. Tut mir leid, Alex. Ich komme so schnell wie möglich. Aber bitte, bevor es dunkel wird. Deine Nachbarn sind gruselig. Tut mir leid, dieser Ort weckt Erinnerungen. Beeil dich. Nicht, dass Miller dahin unterwegs ist, weil er irgendwas spitz gekriegt hat und sie dann auffliegen lässt oder hops nimmt. Puh. Das kann alles möglich jetzt sein. Alles okay? Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ja. Furchtbar, was Terroristen meiner Stadt angetan haben. Finden Sie die Täter. Mach ich. So, da hinten hin. Ach, das ist die Klinik, genau, richtig. Verlasse aktuelle Position. Ich finde das schön, dass es auch mit dem Numpad geht. Ja. Ist halt so noch ein bisschen integrativer, finde ich dadurch, ne? Mal kurz scannen. Finden wir hier irgendwas Schönes? Sieht das nicht so aus? Ich hoffe ja wirklich, dass hier noch irgendwo ein Praxiskit versteckt ist. Das wäre so geil. Wieder zu. Ne, leider nicht. Hallo, jemand zu Hause? Oh, das ist hier getarnt. Freut mich, dass du es geschafft hast. Gab's Probleme? Miller lässt mir Spielraum, aber nicht viel. Ich habe einen Terroranschlag überlebt. Ja. Ich auch. Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen. Ja. Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Tja,
Sieh sie dir jetzt an. Schon übel, ne? Ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis. Mist, ey. Was für Narben? Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen und ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Nur die guten. Wie bist du zum Juggernaut-Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Okay. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen. Bell Tower. Auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Hat Janus dich gewarnt, dich rausgeholt? Ein Freund von Janus. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Okay, hat sie wirklich Schwein gehabt, ne? Niemand mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ja. Mist, ey. Ja, schon ätzend. Du hast gesagt, wir hätten was? Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Oh. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Boah, krass. Die Anschläge in Prag, den Einbruch bei Wasserlife. Ja, weil das ist dann politisch für die besser, ne? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die Ark operiert nämlich nicht in Nordamerika. Mhm. Es geht gegen die Ark, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Boah, übel. Ja, sieht nicht gut aus. Ja. Er hat mich von Dubai abgezogen und auf dem Bahnhof angesetzt. Ich glaube, er schickt mich bald nach Golem City. In den Utulek-Komplex? Dort wird's dir nicht gefallen. Die Santo Group hat ihn gebaut als provisorische Unterkunft für Gelegenheitsarbeiter. Aber jetzt... Jetzt ist es die Heimat jedes unlizenzierten Optis in der Tschechischen Republik und das Hauptquartier der ARK. Ja. Scheiße, Mann. Was haben die vor? Wir müssen klug vorgehen und genau über alles nachdenken, Alex. Wie war das mit Versalife? Du meinst den Einbruch, den es nie gab? Mhm. Das habe ich auch direkt nach der Entschlüsselung untersucht. Was hast du gefunden? Wie gesagt, Mann. Der Einbruch, der nie passiert ist. Versalife ist einer der größten Pharmakonzerne des Planeten. Der einzige, der immer noch Neuropuzin herstellt. Ein Einbruch wäre eine Riesenschlagzeile. Richtig. Warum behaupten Sie es dann? Versalife stellt nicht nur Neuropuzin her. Die haben eine riesige Abteilung für Forschung und Entwicklung. Mhm. Ja, und? Was hat das mit der Ark zu tun? Warum ihr einen Einbruch anhängen? Wenn es nach Terroristen aussehen soll, hängt es davon ab, was angeblich gestohlen wurde. Mal sehen, was das Kollektiv rauskriegt. Wenn es eine Verschwörung ist, haben wir mit dem Einbruch einen Ansatzpunkt. Okay. Was wirst du jetzt machen? Puh, ich schließe meine Ermittlungen ab und finde den wahren Bombenleger. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich dich auch. Viel Glück, Adam. Das ist ja richtig übel. Ja, dann können sie praktisch die ganzen Augmentierten wegsperren und, ja, richtig wie Dreck behandeln. Nach Golem City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetzky-Puppengeschäft. In Dovny Oddward. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. Fieser Bastard, ey. Bei der erstbesten Möglichkeit werden wir den beseitigen, bin ich der Meinung. Also sollten wir zumindest tun. Wenn uns was am Leben anderer Optis liegt, muss dieser Typ sterben. Meine Überzeugung. Da bin ich von überzeugt. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht... Ich wollte gerade sagen... Oh, ich hatte eben gehofft, dass vielleicht hier in der Kiste irgendwas drin liegt. Ja, haha, sehr geil. Ja, das ist es nämlich, ne? Man sollte hier auch wirklich... Credits? Ob wir vielleicht doch noch ein... Praxiskit finden? Ich werde das alles nochmal auf den Kopf stellen. Würde ich vielleicht doch noch was finden in der Richtung. Ha. Aber scheint mir nicht so. Vielleicht hier? Ah, nee. Schade. Aber zumindest haben wir versucht und haben wir ein paar Sachen dann doch noch gefunden, ne? Mist, ey. Gebiet gesichert.
Rücke vor. Ja, zieh Leine, Mann. Verdammten Menschen, ey. Kein gutes Gefühl. Ach. Sehr schönes Flugzeug. Wir werden natürlich jetzt alles noch durchsuchen. Weißt du, ob wir hier nochmal hinkommen? Also irgendwas muss sein, dass man hier oben zum Beispiel extra hier hin kann. Wo geht's hier hin? Okay. Ist jetzt so die Sache, muss ich da unbedingt lang? Oder? Also ich glaube, irgendwas muss noch passieren, dass wir auf diese ganzen Schleichwege angewiesen sind dann. Auf die Resolution 3507 des UN-Sicherheitsrats werfen. Besser bekannt als Human. Okay. Da ist auch noch was. Bei einer Verabschiedung müssen alle Leistungen. Credits, yeah. Na gut, nur 22, aber jedes kleine bisschen, ne? Wir wissen es, wir haben es ja gesehen. Hier ist eigentlich alles, was man bräuchte, um das Ding, glaube ich, wo ich sehe keine Tragflächen. Es geht dabei primär um Sicherheit. Vor allem nach dem Ziel. Guck mal, da unten ist auch noch irgendwas. Ach, oder hat uns das dann eben. Ja, das hat uns da unten hingebracht, in die Werkstatt. Dabei kam es häufig zu Gewalt. Okay. Hier habe ich keinen Code für. Hacken wir es mal, würde ich sagen, ne? Können wir mal hier sagen, enthüllen? Okay, wir haben nur einen. Dann machen wir die vier. Wir haben einen Wurm haben wir noch zur Verfügung, das ist okay. Hier haben wir hier außen rum. Ich glaube, hier geht's gar nicht lang, ne? Doch. Ah, muss jetzt hier lang gehen. So, schnell. So, anhalten, vorsichtshalber. So, schneller. Schneller. So, ich glaube, das schaffen wir, ne? Mal noch kurz anhalten. Ah, da braucht wirklich sehr, sehr lange. Was ist denn da? Oh nein, 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 nein. Scheiße. Wenn das so abgesichert ist, muss da was Geiles drin sein. Abgeschlossen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal nach unten. Vielleicht finden wir da auch einen Code oder sowas, ne? Kann auch sein. Vielleicht, ja, naja, manchmal muss man vielleicht mal erst da hingehen, aber wenn man das alles immer vorher wüsste. Aha. Ach, die Palisade, ja, ja. Wo ich war ich? Kommt man easy peasy rein. Oh, auch noch was? Wasser reinlassen, ne? Gleich kurz baden gehen hier. Also es ist alles da. Vor allem sieht es auch sauber aus. Geht halbwegs, ne? Man kann es sich hier gut gehen lassen. Ein schönes Versteck wäre es auf jeden Fall. Denke ich mal. Ja, zur Not. Wie gesagt, ich glaube, wir werden also hier auch Lebensmittel und alles wie so eine Art. Ja, also hier wohnt man wirklich, ne? Hier lebt wirklich jemand. So, ein Bett hier. Hm. Finde ich schon cool. Hat auf jeden Fall was. Credits. Schrotmunition. Okay. Na gut, EMP-Schrotmunition, aber ist jetzt für uns noch nicht so ganz wichtig, weil wir das ja eigentlich nutzen, die Schrotflinte. Da noch mehr Sachen. Okay. Mir überlegt jetzt auch nichts, was ich denke, was wir gebrauchen könnten. Ach, dann können wir es vielleicht von hier aus easy peasy aufmachen. Ah, okay. Das ist dann für die Leute, die das da oben nicht entdecken, die können dann halt den Weg mit der Tür nehmen.
Ja, sauber. Sehr schön. Okay, auch nicht schlecht. Nun gut, bevor wir da weitergehen, würde ich mich verabschieden. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, euer Starzauger.